So, da sind wir dabei. Aliases, weiter geht's. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, hier den Strom zu aktivieren. Der Generator läuft wieder. Und wir haben den Hinweis gekriegt von der einen Frau, die am Eingang des Dorfes eingeschlossen ist. Die Wahrheit liegt im Wein. Wir stehen zufälligerweise in einem Weinkeller. Aus dem Grund werde ich hier erstmal ein bisschen rumgucken, absuchen. Kann ich da vielleicht... Ah, ist was leer? Okay. Dann werde ich mal versuchen, das Ding hier mit der Axt aufzumachen. Nice. Sie hat nicht gelogen. Da ist ein Schlüssel drin. Und das sollte... Was war das denn gerade? Oh, shit, okay. Irgendeiner scheint gerade zu kommen. Von den Dorfbewohnern. Unangenehm. Oh, shit. Gar nicht da. Geh ruhig weiter. Komm nicht in diesen Keller. Beschmutz deine Kutte nicht. Alles ist okay. Okay, ich glaube, er ist jetzt wieder gegangen. Sehr gut. Okay, Schlüssel, den wir gerade eben gefunden haben. Für die Taschenlampe habe ich leider immer noch keine Batterien. Naja, gut. Was soll's. Die Frage ist, soll ich jetzt einfach so... leichtsinnig hier rausgeht, ich weiß nicht. Verfolgen mich die Kerle? Holy fucking shit! Okay, verfolgen ist das falsche Wort. Er schlägt mich einfach nieder. Nummer 2, die Suche. Wohin verschleppt er mich jetzt? Wo zum Teufel verschleppst du mich hin? Wo bin ich? Gräbt da draußen irgendjemand? Ich muss schnell hier raus. Oh, holy fucking shit, okay. Der Typ wollte mich lebendig begraben. Wo ist... Wo, oh. Nimm die Laterne mit, Mann. L? Ist ja furchtbar, aber okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sind wir gerade auf dem Friedhof hier gelandet. Wollte er mich ernsthaft lebendig vergraben? Alter, das ist nicht cool. Nur weil du den Magicka-Mantel trägst, heißt es nicht, dass du irgendwie tolle Zaubertricks verführen kannst. Wollte mich wahrscheinlich zu einem Zombie-Sklaven machen oder so. Vergraben und dann meinen noch lebendigen Körper wieder nach oben beschwören. Ich kann es nicht lesen. Ich kann diese Schriftzeichen nicht lesen. Deswegen keine Ahnung, was da steht. Aber wir müssen schnell zurück zum Dorf auf jeden Fall. Daran ist kein Zweifel. Fuck, okay. Wo geht's jetzt zum Dorf? Da runter? Oh ja, da unten. Scheint's irgendwo reinzugehen. Hey, also die Wassereffekte, das hier, die feuchte Wand und das sieht schon ziemlich geil aus. Holy crap. Das sieht schon ziemlich cool aus. Boah, die Laterne ist... Die ist echt extrem hell. Okay, Schlüssel und so weiter. Habe ich alles noch dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Okay, ich habe weder die Axt noch den Schlüssel. Das war ja erfolgreich. Alles verschlossen. Ah, schau mal. Von hier oben ist der Typ gekommen. Das heißt, zu der Frau geht's. Da lang weiter. Da geht es nämlich dann wieder an den Eingang des Dorfes. Super, ich habe halt nichts, um mich zu verteidigen, falls irgendeiner von diesen Freaks wieder auf mich zugerannt kommt. Lass mal schauen, ob die da noch drin ist.
Oh shit, okay, da ist offen. Okay, ist zu spät. Wir müssen irgendwelche Hinweise hier in den anderen Häusern finden. Shit. Ja, wir sind... Also die Soundeffekte sind manchmal ein bisschen glitchy, aber ansonsten schon in Ordnung. Mist, okay, die haben sie mitgenommen auf jeden Fall. Wir müssen rausfinden, wo die hingegangen sind. Gut, dann schaue ich mal. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie andere Häuser im Dorf öffnen. Oder auch nicht. Das sieht doch verdächtig aus, wie irgendwie Haus von irgendeinem Chief oder so. Vor allem, da brennt halt auch Licht davor, deswegen... Fast schon einladend. Nein, nicht wirklich, aber... Ist auch verschlossen. So. Leerer, rostiger Container, den ich hier habe. Kann man hier von außen irgendwie rein... Nicht wirklich, oder? Liegt vielleicht ein Schlüssel unter der Fußmatte. Ach, komm schon! Oh, ich habe mir nämlich schon gedacht, warum zum Teufel liegt hier eine Fußmatte, Mann? Wir sind in irgendeinem griechischen Dorf. Ja, weil da ein Schlüssel drunter liegt, okay. Das ist dann wahrscheinlich der Schlüssel zu dieser Tür hier. Fucking genius. Das ist der Wahnsinn. Jetzt mal hier die... Kann ich die Tür zumachen? Nein, nicht wirklich. Da drin vielleicht irgendwas dahinter. Ja, man sagt, ich habe magische Kräfte. Bis jetzt hat mir noch keiner geglaubt, aber ihr seht selbst. Ja, seht ihr dieses Ding? Aber hier sind meine Hände. Ein Löffel. Nein. Okay, ein altes Radio, das aber nicht mehr funktioniert. Aber ich könnte ein paar Teile davon... verwenden. Ein paar Teile verwenden? Okay, und wie? Brauche ich erst einen Hammer, um es zu zerschlagen, wahrscheinlich. Na, Halleluja. Da ist nichts drin. Was ist das? Das ist irgendwie eine Decke einfach nur. Oh, die Laterne will. Ich weiß halt nicht, gibt es von der Laterne irgendwie. Oha, ich sollte die Laterne anmachen, das ist. Ultra dunkel und draußen stürmt's wie Sau. Okay, da geht's auf den Balkon hier. Ja, aber du hast alles, was du brauchst in dem Haus hier. Außer ein Klo. Das habe ich nicht gesehen. Okay, wahrscheinlich hat er irgendwas in irgendeiner Schublade liegen. Schau mal, da ist ein Schlüssel und ein Lied. Okay, das ist der Schlüssel zum Laden. Und vergiss nicht, zwei Flaschen Wein und Batterien mitzubringen. Okay, und das ist dann wahrscheinlich das Haus von dem Ladenbesitzer. Gut kombiniert, mein Freund. Was für ein Sherlock wir hier sind in dem Spiel. Ist ja der absolute Wahnsinn. Sonst irgendwas? Steckt sich keiner dahinter? Sehr gut, sehr gut. Warte mal, was... Ne, das war wegen dem Ding hier. Okay, der Laden. Der Laden. Wir haben den Schlüssel zum Laden. Was im Teufel ist der Laden? Das ist wahrscheinlich nicht der Laden. Mit einem kaputten Radio hier. Ja, Magie. Magie wirkt auch weiterhin. Jetzt muss ich mal schauen. Der wird dann wahrscheinlich, denke ich mal, eher im Zentrum von der Stadt sein. Also es wäre nur sinnvoll, wenn ein Laden nicht komplett außerhalb liegen würde. Aber ich weiß halt nicht, muss ich jetzt an jeder verdammten... Tür. Oder erkenne ich es, wenn ich es sehe? Ich vertraue der Sache nicht. I don't think this will work. Okay. Schauen wir mal weiter. Welches Haus könnte der Laden gewesen sein? Da vorne bei, an diesem kleinen Marktplatz, denke ich mal wahrscheinlich. Hier bei der, beim Kaffeehaus vielleicht daneben. Was ist das? Ha, General Store, sehr gut. Der Generalladen. Ist ein harter, aber fairer Mann. So,
Eine Waage. I tried. Ich hab's versucht, aber ich konnte nicht aufhören. Sie sind viel zu lecker. Ey, krass, die Stühle sehen genau aus wie die Stühle, die meine Oma in Italien auch hat. Verdammt nochmal. Krieg ich eine. Ach, Batterien. Cerealien. Hm? Keine Cerealien. Na gut. Nein, ich habe gesagt, keine Cerealien mehr. Wein. Oh, was geht denn hier? Noch eine Notiz und ein Schlüssel. Ah, okay, die Waage ist kaputt, deswegen müssen wir dieses Ding hier zum Schmied bringen. Was macht denn ein Schmied mit einer Waage? Von mir aus, wir haben jetzt auf jeden Fall den Schlüssel zum Schmiedeshop, sozusagen. Warum läufst du ganz allein? Was zum Teufel? Okay, Licht funktioniert hier nicht. Wo ist denn der Schmied? Das war das Kaffeehaus, ne? Okay, ja. Kaffeehaus. It's locked. Ich denke doch mal, dass der Schmied dann wahrscheinlich ein bisschen weiter außerhalb ist. Weil seine Tätigkeit eine bisschen lautere ist. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Aber er müsste wahrscheinlich auch ein Schild über seinem Laden haben, oder? Ist das vielleicht einfach nur... Nein. Auch das nicht. Ha. Das war echt ein absoluter Zufall, dass ich gerade bei der ersten Fußmatte, die ich versucht habe wegzuschieben, dass da gleich ein Schlüssel drunter ist. Das war natürlich jetzt mehr Glück als alles andere. Okay, das wird nicht funktionieren. Ich auch nicht rüber. Hm. Das ist das komplette Coffeehouse. Ich gehe aber mal weiter. Ich muss einfach mal gucken, wo dieser Kerl hier sein. Was ist eigentlich das hier? Ah, Stromzähler. Ich. Nein. Das ist auch nicht der Ort, an dem wir es verwenden sollten. Ha. Hier unten vielleicht irgendwo, da waren ja auch noch Häuser. Ich probiere mich einfach mal durch an diesen Häusern hier. Okay, können wir auch hier nicht verwenden. Da geht's schon wieder raus. What? Blacksmith? Wo du leben? Schon. Oh, das ist eine Kirche, okay. Ach, das ist. Okay, und ich habe da versucht, einen Schlüssel zu verwenden. Das ist die verdammte Kirche. Also, die Atmosphäre von dem Game ist schon ziemlich gut hier, wo man alleine durch dieses Dorf durchläuft. Und ich habe auch immer irgendwie das Gefühl, dass ich demnächst auf irgendjemanden stoßen könnte, aber dann passiert doch nichts und. Ah! Und nur noch mit diesen Geräuschen dauerhaft. Müsste man Blacksmith nicht auch einfach irgendwie an einem verdammten Amboss vor der Haustür erkennen? Ist das vielleicht Blacksmiths Haus? Nein, auch das nicht. Vielleicht muss ich ja doch nochmal ein bisschen weiter raus, weil da gab es ja auch noch einen anderen Weg, als ich von dem Friedhof wieder gekommen bin. Hier nach rechts, da oben ist der Friedhof, links. Gehen wir doch einfach mal da lang. Mehr als nichts zu sehen, kann eigentlich nicht passieren, oder? Mehr als, dass wir gar nichts zu sehen bekommen. Was war das denn? Steckt sich da jemand? Ah, okay. Alles nur Blümchen, kein Problem, weitergehen. Gott. Ach, da war der Weg. Sehr gut. Wow. What the shit, man. Das ist mal voll am Arsch der Welt. Aber so ultra am Arsch der Welt. Ich kann gar nicht beschreiben, wie am Arsch der Welt es ist. Okay.
Selbst der Arsch der Welt braucht hier eine Karte. So. Am Ende ist es hier. Oh, das Kind da vorne. Oh, shit, da läuft der Typ, Mann. Okay. Wo geht der hin? Wir sind hier auf jeden Fall noch nicht gewählt. Wow, wow, was? Ah, okay, Texturfail, alles gut. Jetzt habe ich eine Laterne und eine Taschenlampe da. Ich gehe mit meiner Laterne und meiner... Okay, nein, von mir aus. Dann halt nicht. Da leuchten auch nicht so wirklich viele... Oh, gelogen. Da leuchten einen Haufen Sterne. Um einfach mal einen kleinen Rücksprung in meine Kindheit zu machen. Ich fand Laterne laufen cool. Da hinten ein Haus? I don't know. Nein, das ist eine Steinwand. The fuck? Ja, es ist eine Steinwand. Sah gerade irgendwie ein bisschen strange aus, aber... Oh, schau mal. Da ist ein Weg hier. In diesem Gebüsch. Und da geht es auch nochmal in eine Richtung. Ich glaube, ich folge erstmal dem Weg ganz kurz. Und wenn ich dort nichts finde, dann... gehe ich auf dem Rückweg mal in diesen kleinen Trampelpfad. Das sind alles Trampelpfade hier, von dem her. Okay. Sieht aus wie eine Sackgasse. Könnte sein, aber hier könnte sich natürlich noch irgendwie was im Busch verstecken. Der Schmied zum Beispiel. Oder das Haus von dem Schmied. Das, ihr müsst wissen, das ist ein sehr, sehr kleiner Schmied. Oh, was ist das denn? Aus wie das Logo von Spore, kann das sein? Oder Dreamcast? Nein, nicht Dreamcast. Quatsch, Bullshit. Spore. Dieses komische Spiel, bei dem man Kreaturen erschaffen kann und so ein Fuck. Was in meinen Augen Bullshit war. Aber okay. Ich hatte ganze 20 Minuten Spaß. Gut, das ist eine Sackgasse. Da können wir erstmal nicht weitergehen. Dann gehen wir mal gerade eben zu diesem Wegchen, den wir da gefunden haben, zu diesem Trampelpfad zwischen den Gebüschen durch. Wahrscheinlich ist der Kerl dann da lang gelaufen. Vor allem frage ich mich natürlich auch, wo haben sie jetzt die Frau hin verschleppt? Und werde ich jemals das Haus des Schmiedes finden? Das sind Fragen über Fragen. Oh, es ist eine schöne Landschaft hier auf jeden Fall. Also, haben sie wirklich schön gemacht. Auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie originalgetreu ist, ob das in dem Bereich einfach so aussieht. Falls ja, gut getroffen. Falls nein, schön gemacht. Also, wie gesagt, gefällt mir. Oh, holy fucking shit, Bullshit-Stein. Oh. Goddammit. In diesem Spiel rechnet man einfach nicht, dass irgendwas kommt und dann kommt irgendwie mal was. Und dann ist es umso schlimmer. Mir gefällt die Landschaft wirklich. Ist das auch eine Sackgasse? Oh, komm schon. Das kann nicht auch eine Sackgasse sein, oder? Ich mach mal eine Laterne an hier. What the fuck? Hier geht's nicht weiter. Au! Doch, hier. Komm ich da ran? Okay, ich muss einen Weg finden, wie ich da oben komme. Springen wird mir nichts bringen, ne? Es hat sich gereimt und wird mir wahrscheinlich trotzdem nichts bringen. Hier irgendwo dann ein bisschen außen rum gehen.
Baum hier durch und mal ein bisschen alternativen Weg suchen. Oh Gott, ich werde so drauf gehen, wenn ich weiterspringe, glaube ich. Wie zum Teufel komme ich da nach oben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich sinniere erstmal auf diesem Stein nach dieser Frage und gucken mal, ob wir beim nächsten Mal eine Lösung finden. Hier irgendwie, keine Ahnung. Bis dahin, haut rein.